Bedeutet natürlich, dass wir keinerlei Assassinen hier in der Stadt haben, aber das steht ja nicht. Wir haben ja noch Kurtisanen und Söldner und so weiter. Zack. Nein! Das war Scheiße. Heilige Madonna! Was will er damit beweisen? Dass ich starke Arme habe. Und wir müssen doch wahrscheinlich wieder runter, oder? Ach, warum spielt... Idiot da! Hast du den Verstand verloren? Ja, es ist ein Gegenteil. Dann schauen wir doch mal nach. Okay, dann machen wir... Schauen wir jetzt mal hier nach. Wir haben 5 Leichen im Brunnen oder Heuhaufen versteckt, 10 Attentate. Gut, wir müssen noch 5 Feinde mit der Armbrust eliminieren, aber das ist ja schon was. Kurtisanengilde, Rang 10. Zu beendende Herausforderung für den nächsten Rang. 3. So, da will ich ja nicht hin. Gut gemacht, Ezio. Den Kurtisanen nach sind nur die Treuen übrig. Sie sagen die Wahrheit. Dann zögern wir nicht. Gesandte des spanischen Königs und des deutschen Kaisers kamen nach Roma für eine Audienz bei Cesare. Bring sie zum Schweigen, mein Sohn. Ja, das kriegen wir hin. Schauen wir mal, was können wir hier noch machen? Was willst du? Du sprachst von einem Senator bei dem Treffen. Such auf dem Kapitol. Du brauchst mich nicht. Wenn ich den Bankier töte, müssen deine Mädchen dem Widerstand sein Geld bringen. Fein. Bleib wachsam. Flucht aus der Schuldenfalle. Ja. Wo müssen wir da eigentlich hin? Da drüben. Aber ich glaube, da ist der Dachexpress gar nicht mal gar nicht so schlecht. Wenn wir dann noch Pilger sollten nach Einbruch der Dunkelheit die Brücken der Stadt meiden. Jüngste Unruhen zwischen Banden bewaffneter Jugendlicher haben schon Todesopfer unter unseren gläubigen Besuchern gefordert. Naja. Meidet Brücken. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Wir verlieren ihn! Absurd. Ich nehme noch mal kurz schnell einen Schluck Medizin für den Fall aus. So, wo ist dieser Senator? Den müssen wir dann wahrscheinlich anschließend in Ruhe folgen. Auf den Wachen. Leider. Das eine Ding, was uns sowieso gehört. Keine Diskussionen. Eure Schuld ist überfällig.
Macht eine Ausnahme für einen alten Mann. Nein, wir kommen, um zu kassieren. Ich werde sein Geld bald haben. Das reicht uns nicht. Treibt die Ratte in die Enge! So, geht doch. Ein guter Samariter in Roma? Ich dachte, so etwas gibt's nicht mehr. Senator Egidio Trocke. Euch schulde ich nicht auch Geld, oder? Ich suche nach Cesares Bankier. Cesare Borgia. Und ihr seid? Ein Freund der Familie. Cesare hat viele Freunde zurzeit. Nur leider bin ich keiner davon. Ich kann zahlen. Ma che meraviglia. Er bekämpft Wachen und verschenkt Geld. Wo wart ihr nur mein ganzes Leben? Wir sollten besser verschwinden. Ich kenne einen Ort. Schnell nach. Ja, dann geh halt. Aber ihr werdet mich beschützen müssen. Die Wachen sind nicht sehr freundlich, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, das kennen wir ja schon. Deshalb gehen wir auch da vorne direkt zu den anderen Wachen oder so. Heilung für alle Schäfchen Gottes. Jemand möchte euch tot sehen. Vor kurzem erzählte mir mein Bruder Francesco, der Kämmerer des Papstes. Ich weiß, lasst mich ausreden. Es ging um Cesares Blick. Hörst du mal auf, den Senator zu schlagen? Nein, nein, aber ich hab dir den Kunden hingelegt. Die Borgia haben die ganze Macht. Wisst ihr, wie es ist, nur Cazzo zu machen? Es verändert einen. Zugegeben, ich habe gespielt, getrunken und gehurt. Oh, ihr seid gut. War es das Parfum an meinem Kragen? Etwas in der Art. Sie greifen mich an. Holen wir uns mal Verstärkung. Die Senatoren haben einst über echte Probleme entschieden, wie unbotsame Grausamkeit, verlassene Kinder. Jetzt verabschieden wir Gesetze über die erlaubte Ärmelweite von Frauenkleidern. Ihr nicht. Ihr sammelt Gelder für falsche Vorhaben, um eure Spielschulden zu begleichen. Falsche Vorhaben? Ich wäre interessiert daran, sie zu verfolgen, sobald ich finanziell in der Lage dazu bin. Habt ihr je ein Grab angesehen und gedacht, das ist das Bedeutendste, das ich hinterlassen werde? Nein, aber ich hinterlasse sehr viele Gräber. Bleibt hier. Ich könnte mal wieder... Funktioniert sie. Bleib dran. Leute, eine Leichenhilfe sicher brauchen. Aber wie? Was können wir tun? Keine Ahnung, auf einmal war der Rauch und dann waren die Leichen da. Hier ist es nicht sicher. Wir müssen weiter. Da war ja klar. Irgendwo? Nein, natürlich nicht. Die kommen damit. Hey, es gibt wirklich. Wenn der Mann doch nur ein bisschen jünger wäre und ein bisschen agiler. Wir laufen aber hier außen rum. Das bringt mir nichts. Also laufen wir wieder unten rum. Unsere Bürger bedeuten nichts.
solange dieser Wahnsinnige nicht gefasst komm halt mit. Und hingerichtet wurde. Ich bin auch Fachmann für... Wir können nicht anhalten. Zu viele Wachen. Ich nutze nur Feindrolle. Das Assassine muss erstmal begriffen werden, bevor er ergriffen wird. Sie greift mich an! Was ist denn jetzt schon Dinge, die gut funktionieren. Okay. Hey, 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 hey. Hilfe! Reitet ihn auf! Und ja. Und wie sieht's hier aus? Bleib dran. Verdammte Briefe! Ich hätte sie dem Botschafter nie schicken dürfen. Jetzt wird Cesare mich umbringen. Benvenuto im Haus meines Bruders Francesco. Er ist zum Glück nicht hier. Wir haben nicht gesprochen, seit er von den Briefen weiß. Was wolltet ihr noch gleich? Cesare ist Bankier. Genau. Ich muss ihm das Geld bringen. Nur leider hab ich kein Geld. Ihr trefft den Bankier? Wo? Das weiß ich erst, wenn ich da bin. Ich gehe an einen von drei Orten. Seine Freunde bringen mich dann zu ihm. Ich bringe euch das Geld, das ihr ihm schuldet. Sul serio? Ihr müsst damit aufhören. Ihr macht mir beinahe Hoffnung. Auch sehr schön. Für den Zugang werden 3000 Florin benötigt. Die haben wir ja glücklicherweise nicht. Haben wir noch irgendwas in der Nähe, was wir gerade machen können? Na gut, die Taubenschläge und so weiter, die sind jetzt einfach weit genug entfernt. Aber ich glaube, wir müssen jetzt einfach noch ein paar Sachen runterreißen. Damit wir ein bisschen anonymer werden. Und dann machen wir mal die nächste Mission. Mauerwerk in der Nähe von Gebäuden. Alternativ könnten wir auch einen besseren Architekten einstellen, der schaut, wo und wie viel die Gebäude gerade kaputt sind. Aber das kostet Geld. So. Ah, wir haben nochmal 3000 extra aus den Investitionen, das ist ja angenehm. Ich kann nicht glauben, dass ihr das für mich tut. Es gibt eine Bedingung. Ich wusste es. Behaltet die Politik der Stadt im Auge. Ich möchte, dass ihr Maria in der Rosa in Fiore von allen erzählt, die den Borgia helfen. Und dann lasst ihr sie verschwinden? Dieses Pezzo di Merda mag mich hassen, aber er ist Familie. Va bene, wir gehen. Ich folge euch zum Bankier. Na dann. Senator folgen. Während der Verfolgung des Senators nicht entdeckt werden und nicht den Boden berühren. Okay. Das ist natürlich auch eine interessante Sache. Nicht entdeckt werden und nicht den Boden berühren. Die beliebte Ballade über den hübschen Knaben aus Brescia nicht mehr vorzutragen.
Mehrere Priester erlitten deshalb schon peinliche, körperliche Regungen in der Öffentlichkeit. Vielleicht kommen wir auch im Assassinen-Dings vorbei. Wer weiß, wer weiß. Na, lass halt los. Egidio, seid ihr nun doch bereit, wie ein Ehrenmann zu sterben? Ich habe das Geld. Oh, das ist was anderes. Der Bankier wird erfreut sein. Seid ihr allein? Habt ihr sonst jemanden gesehen? Kommt mit, Klugscheißer. Habt ihr irgendwas von meinem Bruder Francesco gehört? Cesare kümmert sich um ihn. Ich hoffe, er ist wohlauf. Und? Natürlich ist er mit meinem Geld machen? Der Bankier behandelt seine Freunde gut. Wie großzügig er ist. Was sagtet ihr? Nichts. Lauft ihr rechts, links, wo lauft ihr lang? Da drüben ist noch meine Wache. Das gefällt mir wieder nicht. Nein, was war das denn? Ist das nicht gefährlich? Das war jetzt ja super. Das war eine super Sache. Ja gut, jetzt müssen wir nur noch nicht entdeckt werden. Du hast mich nicht entdeckt. Jetzt rennt ihr woanders lang. Das gibt diese Deppen. Das ist ja mal. Wir wissen doch auch nicht, was sie tun. Gehen die wahrscheinlich da unten, unten rein? Nein, doch nicht. Ah, das ist das, was ich mir am Assassinenleben vorstelle. Hoch über den Dächern, irgendwo rumklettern, dem Opfer folgen und warten, bis man es erstochen kann. Frauenkleider ist auch sehr, sehr schlimm, wenn sie zu lang ist. Das ist quasi Porno. Na komm, ich will dich da. So, eine kleine Leiche durchsuchen müssen wir haben. Kletter, Ezio, kletter. Kletter weiter. Doch.
Puh, das war knapp. Ja, spätestens hier wird es interessant mit dem nicht den Boden verlieren. Boden verlieren war ich. Ah, sehr schön. Egidio hat bezahlt. Gut, gut. Der Bankier plant einen besonderen Abend. Ich werde ihm das Geld überbringen. Gebt es her. Festhalten, bis ich zurückkomme. Nur nicht das Geld aus den Augen verlieren. Das wird interessant. Ich habe bezahlt. Erzählt das Geld. Spancho über das Dach infiltriert. Na, wenn das kein lustiger Affe ist. Eigentlich ist das unser Gebäude. Warum darf ich? War das so lange? So, wie kommen wir jetzt da wieder auf das Bahntür? Nein. So geht das auch. Gibt es da unten irgendwo was, wo man reinspringen kann? Die Wache töten, ohne bemerkt zu werden. Das ist. Ich wüsste jetzt nicht mehr, wie ich hier runterkomme. Vielleicht verlasse ich mich jetzt einfach auf uralte und sonst was. Und jetzt den Senator kalt machen. Hier irgendwie weiterkommen. Die Kamera kann ich nicht ändern. Das fällt glücklicherweise nicht auf. Wir haben leider den Boden berührt. Alles in Ordnung da drin? Wir müssen gehen, Luigi. Wir sind spät dran. Welch markanter Name. Ist die Zählung beendet? Va bene. Tötet ihn. Nein. Glück gehabt. Luigi sagt, er bleibt am Leben. Geht voraus, Capo. Was triggert es, Bankier für unentdeckt zu werden? Aha. Das wird jetzt interessant. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Wir sind fast da. Na dann. Wir sind auf Kurs.
Der Weg, den ihr einschlagt, ist mit Signore. Geht es? Dieser Weg macht doch keinen Sinn. Warum? Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten jetzt gehen. Jetzt sind wir... wo gehen wir hin? Okay. Ein Spaziergang. Hallo. Signore, geht es euch gut? Dieser Weg macht doch keinen Sinn. Hä? Ist das nicht die falsche Richtung? Jetzt machen wir Zeit gut. Jetzt sind wir auf der Weg, den ihr einschlagt. Ist das nicht die falsche? Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Okay. Wo gehen wir hin? Okay. Wir sind auf Kurs. Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr... Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr gut. Die Stadt ist verwirrend, aber das ist doch lächerlich. Ist das jetzt ein guter Weg oder ein schlechter Weg? Ja, das ist wohl ein schlechter Weg. Wo gehen wir hin? Jetzt machen wir Zeit gut. Ein Spatz. Wo gehen wir hin? Alles okay. Er geht in den Wald, sind wir hier fertig. Jetzt machen wir Zeit gut. Ist das nicht die falsche Richtung? Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten jetzt gehen. Häuser, die derzeit noch stehen, sind sofort zu räumen. Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr interessant. Ich ginge woanders lang, aber wer bin ich schon? Er geht in die falsche Richtung. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten jetzt gehen. Ihr könnt doch nicht ein neues Städte ist gegenüber des Tiber am Campo Marzio. Signore, geht es euch gut? Das sind die 3 Minuten. Ein Spaziergang durch die Stadt ist nett. Wo gehen wir hin? Dieser Weg macht doch keinen Sinn. Weißt du? Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Einen Mindestabstand von 3 Schritten vor. Die Messe für die Opfer des Kirchenbrandes von San Cirillo findet... Wir sind fast da. Ist das nicht die falsche Richtung? Dummer Kuh. Dieser Weg macht doch keinen Sinn. Signore, geht es euch gut? Dann auf die Richtung. Wir sind auf Kurs. Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr interessant. Ich ginge wo? Er geht in die falsche Richtung. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Ja, hat er. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Wir haben eh genügend Zeit. Ich hoffe, die lassen... Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr interessant. Dieser Weg macht doch keinen Sinn. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben. Wir sind auf Kurs. Bald sind wir hier fertig. Gleich sind wir da. Dauert nur noch Stunden, bis wir da sind. Gebt mir die Kiste, Luigi. Ich bringe sie zum Bankier. Tretet ein. Wir dürfen nicht rein? Ihr schiebt Wache auf Befehl Cesares. Porca puttana! Cesare? Er ist hier? Luigi wurde ermordet. Wir fanden seine Leiche am Pantheon. Luigi? Der ging gerade rein.
Ich glaube, niemand rechnet damit, eines Morgens aufzuwachen und mitten in einem Krieg zu stecken zwischen zwei Geheimbünden. Also ich nicht. Aber hier bin ich. Auf der einen Seite die Templer, besser bekannt als Abstergo Industries. Ihr Geschäft heißt Macht. In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder Einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer. Sie entführten mich, banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließen mich arbeiten. Das Ding heißt Animus. Darin verbrachte ich viel Zeit. Erlebte die Erinnerung meiner Vorfahren, entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerung des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten. Und beschlossen, mich zu liquidieren. Aber Lucy half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und floh mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerungen von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten. Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven. Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck, jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen, die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles. Das ist meine Geschichte.